Augenzeugen sprechen von teils bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Köln. Mindestens 4000 Menschen sollen bei dem Antisalafisten-Aufmarsch dabei gewesen sein. Die Teilnehmer, gewaltsuchende Hooligans und Rechtsextremisten. Nach den unerwartet massiven Krawallen ist das Entsetzen groß. In Berlin fordert die CDU Konsequenzen. Ein hartes Vorgehen bei Hooligans sei ebenso nötig wie eine Verschärfung des Strafrechts gegen Islamisten. Der Rechtsstaat müsse insgesamt entschiedener handeln. Diejenigen, die das Problem der Salafisten runtergeredet haben, die sehen, dass sie sicherlich nicht recht haben. Aber es kann nicht sein, dass das jetzt genutzt wird, dass andere Trupps wie auch Hooligans sich jetzt ein Ventil suchen, um Selbstgewalt anzuwenden. Trotz vieler Verletzter verteidigen sich Polizei und SPD-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Man habe jederzeit alles unter Kontrolle gehabt. Extremismusforscher bezweifeln das. Zudem seien gemeinsame Proteste von Hooligans und Neonazis gegen Salafisten so noch nicht vorgekommen. Es gab ja schon eine Reihe vorher, auch schon in Köln, die aber von einem Bruchteil der Anzahl der Leute nur besucht wurde. Und da ist es ja auch nicht zu diesen massiven Ausschreitungen gekommen. Also sowohl Quantität als auch Qualität sind ganz klar was Neues. Die heftigen Ausschreitungen von Köln dürften den Streit über den richtigen Umgang mit Extremisten in Deutschland weiter anfachen.